Genau 30 Jahre ist es her, dass der Stadtbrunnen in Waidhofen zum Forellenbrunnen avancierte. Anlässlich der 800-Jahr-Feier der Stadt hatte der Fischereiverband eine Idee. Naja, jeder hat ein wenig was dazu beitragen, jeder Verein. Der eine hat das gemacht, der andere das. Und wir von der Fischerei haben da beim Brunnen Fisch eingesetzt. Ne? Da war damals unser Obmann, das war der Herr Schellberger, und der hat das Ganze engagiert. Also das war nur gedacht für diese Feier der Stadt Waidhofen? Ja, genau. Und dann sind sie drin geblieben? Ja, nicht nur drin geblieben, das ist jedes Jahr wieder erneuert worden. Ne? Da haben wir jahrelang dann eingesetzt. Ne? Und wie sind die Fische da erhalten worden? Wer hat sich darum gekümmert? Ja, das hat der Herr Beate gemacht. Der hat es dann gefüttert, weil da muss schon einer jeden Tag dazugehen. Ne? Sie sind sozusagen der Herr der Fische in Waidhofen? Naja, im Forellenbrunnen auf jeden Fall. Es hat sich zufällig ergeben im 86er Jahr und wir haben dann jahrelang die Fische da drinnen gefüttert. Das war eine Riesenattraktion für die Kinder, glaube ich, für die Erwachsenen auch. Ich habe viele andere Leute hergeführt, sogar Minister waren da. Der Starrebacher zum Beispiel hat da reinschauen müssen und Fische füttern. Also es war immer eine lustige, sehr positive Sache. Aber es hat sich dann irgendwann aufgehört? Ja, es war ein Pech. Es hat dann auf einmal Kunst im öffentlichen Raum gegeben und ein Künstler hat in diesen Brunnen eine Pumpe eingebaut, um hier etwas Leben in das Wasser zu bringen. War gut gemeint, ich würde es ihm gar nicht ab. Nur die Fische sind in den eigenen Dreck, wie man so sagt, geschwommen. Wir haben sie rausgeben müssen. Und jetzt, der Bürgermeister Krammer hat sich wieder der Fische erinnert und? Ja, und er hat mich im Vorjahr angesprochen, ob ich bereit wäre, wieder die Fische zu füttern. Ich sagte, warum nicht? Man soll die alten Traditionen aufrechterhalten und so hat es ergeben. Wenn ich nicht da bin, füttert mein Enkel, weil es ist nicht so, dass man sagt, da lässt man einfach die Fische drinnen. Es ist nicht, keine große Aufgabe, aber ein bisschen Verantwortung ist dabei, dass man sie nicht vergisst. Sie müssen gleichmäßig und wenig gefüttert werden. Im voriges Jahr waren es einmalige Fische, wir haben es gegessen. Heuer wird es sicher wieder genauso werden. Das Wasser, lauter frisches Wasser, einmalig für die Fische. Den Fisch gefällt es auch, sonst wachsen sie nicht so. Und es ist eine liebe kleine Tradition. Ich freue mich wirklich, dass das wieder weiter getrieben wird jetzt. Bürgermeister, stell dich eine. Das jährliche Einsetzen der neuen Fische ist in Waidhofen natürlich Chefsache. An die 20 Forellen finden unter Beihilfe vom Bürgermeister Krammer im glasklaren Buchenbergwasser eine neue Heimat. Der Forellenbrunnen in Waidhofen macht immer Anfang Mai seinem Namen alle Ehre und der Herr der Fische hat wieder seine ehrenvolle Aufgabe.